Wunderbar. Dann steht uns ja jetzt nichts mehr im Wege, dann können wir ja jetzt das Gespräch... Entschuldigung, das... Können Sie mich hören? Ich höre Sie, ja. Meint ihr mich? Die Diskussion... Hallo? Sorry? Sorry? Entschuldigung. Kein Problem, dann können wir... Auch... Hey. Ja, kein Problem. Das gut, dann ist ja alles soweit. Meint ihr mich? Nein, Sie? Ja, yes, schön, dann wäre das jetzt also alles aufgeklärt, dann steht uns also jetzt nichts mehr im Wege. Fine, I think it works. Ja, das wollen wir doch hoffen, ja. Dann wollen wir also die Runde einmal eröffnen, die Diskussion. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch jemand... Nein? Gut, dann wollen wir also die Runde einmal eröffnen. Vielleicht empfiehlt es sich ja, gleich zu Beginn einmal festzuhalten. Ja, natürlich. Yes, meine ich doch. Sag ich ja. Ich schlage vor, dass wir gleich am Anfang einmal... Okay. Geht doch. Bitte? Also nein, natürlich doch. Sie auch. Uns alle, meine ich. Das Mikrofon meine ich. Bitte? Geht doch das Mikrofon mal. Genau, ja, das geht jetzt alles, ja. Okay. Gut, und darum schlage ich auch vor, dass wir gleich zu Beginn uns erst einmal darüber einigen. Hallo? Dass wir gleich zu Beginn uns erst einmal darüber einig werden, wie wir genau vorgehen möchten, auf welchem Feld wir als erstes tätig sein möchten, welches Thema wir fokussieren wollen, welchen Themenbereich, damit wir uns da nicht verzetteln, damit das Ganze auch eine Linie hineinkommt. Dass wir vielleicht also erst einmal feststellen, wie wir uns organisieren möchten. Ob das jetzt alles eher im großen Plenum oder vielleicht auch lieber in kleinen Gruppen, dass wir vielleicht eine Traktantenliste aufstellen, eine Marschrichtung einschlagen, eine Tagesplan skizzieren, damit wir die beschränkte Redezeit, die uns gegeben ist, optimal nutzen können, damit wir einen Profit schlagen können aus der Zeit, die uns bleibt, einen Nutzen ziehen, damit wir das vorantreiben können, damit wir was vorangeht. Das macht mich ganz kirre, wenn da immer einer, das bringt mich komplett aus vom Konzept. Dass wir vielleicht einfach auch die Aufgaben klar verteilen, Zuständigkeitsbereiche, damit nicht zwei das Gleiche tun, also damit nicht einer eine Arbeit tut, die schon ein Other oder einen Gedanken denkt, den schon another, damit wie use the synergies, die sich between us ergeben. Zwei sind mehr als einer. Three are already many. Und with it we bring the thing also perhaps on a point of ein Thema, on a topic, a core, ein Kernbereich, ein Kern-Sea, ein Kern-Topic, ein Kern-Core, Kern. Das ist ja nicht zum Aushalten! If there's the one always, wenn jeder einem always, wenn einer einem immer ins Word fällt, der One does not understand its own word any longer. His own part. Stellen Sie das sofort aus, bitte schön. Stellen Sie das sofort aus. Ich brauche das nicht. Ich habe das nicht nötig.